Das heutige Video dreht sich um den Sale bzw. Abverkauf, den es bei Teddy und Kick gegeben hat. Hallo, ich wollte euch heute mal zeigen, was ich alles bei dem Abverkauf von Teddy und beim Kick gegeben hat. Nennt mich komplett verrückt, da habe ich halt zugeschlagen, weil es Sachen jetzt für 10 Cent gibt, das Stück in den ganzen Wühlkisten für 10 Cent, was ich vor einer Woche noch für Minimum 55 Cent gekauft habe, sind jetzt in den Kisten für 10 Cent, aber wirklich jedes Teil, von groß bis klein. Beim Kick hätte es das auch geben, aber da sind die Wühlkisten bei uns jetzt nicht so groß und naja, so tolle Sachen sind auch nicht dabei. Aber mich hat das halt diesmal schon überrascht. Es ist natürlich viel Ostersachen, Weihnachtssachen mit dabei und Halloween. Das ist das, was ich jetzt sehen konnte. Es kann sein, dass das noch Wochen andauert, bis halt alles anscheinend weg ist, weil die eine Kiste, die ich beim Teddy gefunden habe, die war unterm Regal. Und ja, da muss man ein bisschen die Augen auflassen. Also ich war die Einzige, die da praktisch da durchgeruscht hat. Das hat noch keiner so richtig wahrgenommen, dass die Sachen für 10 Cent gibt. Und dann habe ich halt einfach Glück gehabt. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Also ich fange jetzt an. Ich fange jetzt an mit Teddy. Beim Teddy haben wir am meisten. Was mir am besten freut zum Bastelhobby, sind diese selbstklebende Glitzerblöcke. Die sind vom Stylex. Und kosten normal 2 Euro das Stück. Das sind 10 Cent. Und sieht's? 10 Cent. Dann habe ich mir 2 mitgenommen. Also das waren auch die einzigen, die ich gefunden habe. Die habe ich. Dann habe ich diese bedruckten Papierblöcke. Die habe ich letztes Mal schon mal mitgenommen. Die habe ich. Die kosten normal 3 Euro. Waren reduziert auf 1 Euro. Und jetzt für 10 Cent. Da habe ich mir 4 mitgenommen. Eine Woche davor habe ich das für 1 Euro ein mitgenommen, zum Schauen, ob der mir taugt. Hätte ich wahrscheinlich noch warten müssen. Dann gab es eine Wühlkiste mit abgelaufenen Kalender. Ich weiß noch ganz genau, wo ich mir das angeschaut habe, eine Woche davor. Und habe mir noch gedacht, also wir kauften jetzt noch Kalender von 2020. Wir sollten es doch das lieber heruntersetzen. Und die waren halt gar nicht so billig. Also 2 Euro wollten es schon noch haben. Für 1 Euro. Mir geht es hauptsächlich um Motive. Die tue ich ausschneiden und dann werde ich die vielleicht in eine Karten verbasteln oder irgendwas anderes draus machen. Hier dasselbe, das sind 365 New Days. Könnte ich das verwenden? Der hat 2 Euro sogar gekostet. Auch für 10 Cent. Ich rechne euch das mal nachher zusammen, wie viel ich im Endeffekt gespart habe. Hier habe ich so einen Designblock, 10 Cent. Ich glaube, der hat 2 Euro gekostet. Da fehlt halt das Deckblatt. Das war mir jetzt wurscht für 10 Cent. Also kriegst du solche Blöcke auch nicht. Und das sind halt Weihnachtssachen. Da habe ich jetzt nicht reingeschaut. Aber den habe ich letztes Mal schon mal gesehen. Habe mir den nicht mitgenommen, weil ich dachte, Weihnachten dauert ja noch. Aber für 10 Cent, Fuchs ist auch drin. Warum denn nicht? Was habe ich noch gefunden? Das Magnetpapier, das hatte ich letztes Mal auch in der Hand. 1,50 hat nur 55 Cent gekostet. Jetzt habe ich es doch mitgenommen, weil das kann ich doch gebrauchen, zum Beispiel für Magnete für die Kinder. Ich habe gefunden Karten zum Ausmalen. Hey, da habe ich gar nicht drauf geschaut, dass das 4 verschiedene Motive sind. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Also 10 Cent, normal 1 Euro. Es sind 20 Blätter drin. Kann ich mal zeigen. Die Fische, Schmetterlinge, die Ameisen, sage ich, die Bienen, da sind noch, glaube ich, Schnecken oder Regenwürmer oder was das sein soll, Quallen, ausmalen und für Karten hernehmen oder ausschneiden, die sind auch zauberhaft. Geht, und dann hat diese da, das sind ein bisschen andere Muster, Mandala-Stil. Mit der Ausleuchtung muss ich noch ein bisschen üben. Hier war dann was mit Blümchen. Wie gesagt, ich habe da gar nicht drauf geachtet, was da gibt. Ich habe jetzt vom
Jeden Karte anscheinend nur eins mitgenommen. 20 Blätter. Oh ja, man hört es, das geht hier auch gleich kaputt, wenn man das umbiegt. Diesen kleinen Designblock habe ich gesehen, aber nur den einzigen, 10 Cent. Der war ganz unten versteckt. Also von denen hätte ich wahrscheinlich mehr mitgenommen. Was ich halt nicht so toll finde, die Wühlkisten sind irgendwie überhaupt nicht sortiert. Da ist so, als ungefähr wahllos etikettieren wir und schmeißen es einfach. Nein, so schaut es auch aus. Da habe ich zum Beispiel einen Schuh in der einen Kiste gefunden und einen anderen Schuh in der anderen. 3 Euro dieser Designblock, auch der einzige. 1 Euro war schon reduziert, 10 Cent. 10 Cent für einen 3-Euro-Block. Der ist dann auch so. Also die Schrift ist riesig, das haben so auf jeder Seite dasselbe Motiv. So glatter Karton. Für Weihnachten. Kommt eh bald, bis man sich umschaut. Als weiteres habe ich viele Sticker. Halloween. Das sind jetzt, glaube ich, alle, die ich gefunden habe in der einen Kiste. Vielleicht kommt noch mehr. Wie viel kosten die? 1 Euro mit den Totenköpfe. Da hat schon mein Junior schon geschrien. Ah, schau hier, die Mama hat da Totenköpfe gekauft. Fledermäuse, auch 1 Euro. Kürbisse, Gespenster. Ah, wieder Kürbisse. Die haben sogar 1,50 gekostet. Auch. Man sieht, überall sind die 10 Cent. Diese Vögel finde ich toll. 1,50 Euro nochmal für 10 Cent. Die habe ich zweimal gekriegt. Und das war es dann eigentlich mit diesen Stickern da drin, was ich in dieser Box gefunden habe. Die sind echt super. Für 1,50. 10 Cent. Wo kriegt man denn sowas? Dann gehen wir jetzt noch da um. Das weiß ich noch nicht, ob ich es wirklich brauchen kann. Da hat mir die Idee gefallen. Knopfbastelset für Bäume. Siehst du? Knöpfe, Bantel. Hat 2 Euro gekostet normal. 10 Cent. Habe ich mir 2, glaube ich. Ja, 2 mitgenommen. Diese Sticker. Füllsticker mit Muffins. Kosten 1 Euro. Auch für 10 Cent. Nicht für 1 Cent. 10 Cent. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Na, 6. Das ist eingedeckt. Eingedeckt. Ich habe jetzt alles aufgeräumt und dann zeige ich euch jetzt das nochmal. Die Holzform habe ich mir geholt. Auch 10 Cent. War schon reduziert auf 55. Die kann man auch auf die Karten kleben oder auf Postkarten. Davon habe ich einen Haufen. Erwischt, weil die haben mir so gut gefallen. Und es sind ja nur 3 Cent drin, so für Urlaub. Scrapbook kann ich mir die gut vorstellen. Dann diese Holzelemente für 1 Euro normalerweise, für 10 Cent. Dann solche Zipper. Wobei Zipper, kann mir ja nochmal einer aufklären, was ein Zipper ist. Ich denke immer ein Zipper ist das für den Reißverschluss. Aber so wie es ausschaut, kann man den hinten aufkleben irgendwo. Das hat mir auch gut gefallen. Das ist so eine kleine Nähmaschine, wo Handmade draufsteht. Label. Also ich sehe, das ist ein 3D-Sticker hinten drauf. Also für Karte oder so. 1 Euro hat das gekostet, diese 2 Dinger. Für 10 Cent. Ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt aus Echtleder? Nein, Polyurethan. Da habe ich diese 2 und da habe ich noch irgendwo welche gefunden. Dann diese Anhänger für 10 Cent, 1 Euro, war schon reduziert. Die habe ich jetzt das erste Mal da drin gesehen. Es gab viele dieser selbstklebenden Wackelaugen. Da könnte ich mir eigentlich jetzt danach wieder in den Arsch reißen, weil ich habe es ja vorher noch zum Normalpreis gekauft. Es gab jetzt die in rosa und in grün. Da habe ich eher an meine Kinder gedacht, weil die sehr oft immer irgendwas auch aus dem Kindergarten gebastelt haben, wo immer Augen drauf sind. Überall Augen. Die kosten 1 Euro und auch für 10 Cent. Wobei die Wackelaugen, die ich gekauft habe, das waren diese großen. Es sind 68 drin.
Und ich habe mir 3 grüne und 2 rosane mitgenommen. Mehr hätte ich wahrscheinlich heute eh nicht mitnehmen können. Das ist fast ein Kaufrausch. Die habe ich gefunden, 1 Euro, normal für 10 Cent. Für diese Konfetti-Karten. In der Halloween-Kiste. Oh, wie nochmal so eins? In der Halloween-Kiste habe ich auch noch solche Konfettis gefunden. Kosten auch 1 Euro. Waren die ganze Zeit noch als Normalpreis drin. Unter Kostüm. Jetzt für 10 Cent. Dann habe ich mich verleiten lassen von diesen kleinen Glöckchen. Wenn ich mal so Album basteln und so drunter dranhängen. Ist auch eine Idee. 1 Euro für 10 Cent. 2 habe ich gefunden. Da habe ich noch ein bisschen überlegt, nimmst du das mit oder nicht. Da ist dann nochmal Schneeflocken. Eigentlich habe ich 2 von diesen. 1 Washi-Tape. Kosten normal. Was ist denn das? 3 Euro. Für 10 Cent. Ganz selten. Weiß zwar immer noch nicht, was das sein soll. Streudekoration Diamanten. Das muss schon älter sein, weil die Tüte schaut schon ziemlich verzifft aus. Vielleicht lag es immer schon unter der Kiste und keiner Mensch hat es gesehen. 1 Euro, 10 Cent. Habe ich eigentlich auch wieder an meine Kinder gedacht, so auch für ihre Schatztruhe. An denen bin ich immer vorbeigegangen, weil ich mir gedacht habe, ich habe genug von diesen zu Hause. Das sind aber. So, lass mich mal schauen. Ja, die kannst im Set aufkleben. Man kann die jetzt auch einzeln runtertrennen und dann draufkleben. Ja, die sind mit einem Netz und die kann man dann praktisch so Mosaik machen. Also entweder man macht sie so wie da auf dem Beispiel, so als Rahmen oder so einzeln runterschneiden geht auch. Und dann klebt man es auf. Davon habe ich dann 2 von diesen hellen mitgenommen. Hätte noch irgend so komisch rosa gehen, das hat mir gar nicht gefallen. Dann die blauen. 2,50 normalerweise. 10 Cent. Was ich jetzt da in Händen halte, sind Mosaiksteine für 10 Euro. Und ich habe jetzt nur 40 Cent dafür gezahlt. Also Wahnsinn, oder? Wie unterschiedlich das ist und wie alt manche Sachen sind, sehe ich hier. Das sind Deko-Konfetti. Das ist genau dasselbe drin. Hasen, Küken, Happy Easter. Aber es ist, das war das Originale. 1 Euro, 10 Cent, was ich jetzt eben aushängen habe sehen. Und das ist eine alte Version. Entweder lag die schon immer irgendwo drunter, weil das Etikett ist komischerweise gelb. Also muss es schon uralt sein, weil da steht 50 Cent zum Beispiel drunter. Und davor war es wahrscheinlich 30 Cent oder was, keine Ahnung. Wie lange das eigentlich schon umeinander liegt. Und dann haben sie genau dasselbe nochmal gekriegt, in einer anderen Verpackung. Und ich habe dann sogar noch Glück gehabt und diese 2 schönen Filzsticker bekommen für normalerweise 1,50 für 10 Cent das Stück. Dann diese Sticker, die habe ich mir letztes Mal geholt aus der Rouge-Kiste. Da waren sie reduziert auf 55 Cent. 120 Stücke statt 1,25. 10 Cent. Genauso hier. Na gut, da war die Einsparung jetzt nicht so groß. 30 Cent für 10 Cent. Das sind halt bloß so Sticker. Und dann habe ich solche Paletten noch gekriegt. Kosten normal 1,50. Auch für 10 Cent. Hübsch sind diese kleinen Glasfläschchen. Kann man wieder benutzen zum, na, zum Weiterbasteln. Gut. In einer anderen Farbe noch bekommen. Auch 1,50. Dann habe ich so ein großes Fläschchen mit Knöpfen. Hat mir eigentlich nur das Fläschchen interessiert. 10 Cent. Kostet normal 1,50. Basteldeko 32 Stück. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt da 32 Stück drin sind, weil es ein bisschen wenig aussieht. Jetzt schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Rätselfrage. Sind da jetzt wirklich 32 Stück drin oder nicht? Ein bisschen vorgezählt habe ich. Der es richtig beantwortet, für den habe ich eine kleine Überraschung. Wenn er mehrere richtig beantwortet haben, wird natürlich ausgelost. Aber da überlege ich mir noch was. Eine kleine Überraschung. Bis zum nächsten Video. Ach ja, mein anderes Gewinnspiel läuft ja auch noch. Wahrscheinlich ist es genau zu dem Video fertig. Wer das gewonnen hat, mal schauen. Für meine Kinderchen habe ich dann diese Raketchen geholt. Jetzt weiß ich den Preis leider nicht mehr. Kapiert habe ich es eh nicht. Also ich dachte, man muss das irgendwo hinhängen. Ich habe 4 davon gekauft. Die anderen waren, naja. Den Finger muss da rein und dann zieht man es und dann muss man es irgendwie loslassen. Also ich bin der Legastheniker mit solchen Sachen. Bastelset Stempel. Das hat mir gefallen. Für 3 Euro. Ja, für 3 Euro. 3 Euro hat es gekostet. 10 Cent. Mit Schmetterling Kordel kann man wahrscheinlich mit die Stempel schön dekorieren, draufkleben, mit dem Bandel irgendwo dranhängen wie Girlande. Weiß gar nicht, ist da überhaupt so eine Bastelanleitung drin? Werden wir sehen. Das habe ich, soweit ich weiß, 2-mal mitgenommen, weil mir der Schmetterling so gut gefallen hat. Ich habe mir sowas mitgenommen. 1 Euro Süßigkeitenbox, 6 Stück. Mir hat die Box interessiert. Vielleicht bastle ich mir so eine nach. Ich finde das richtig hübsch. Da sind 6 Stück drin, so kleine Kartons. Da kriegst du ein bisschen Haribos rein. Stempelset habe ich so eins noch. Wobei, aber man sieht hier, kostet 2 Euro für 10 Cent. Schaut aber so komisch aus, als ob jemand hier mit dem Finger, das ist nicht außen, das ist innen, als ob irgendjemand mit dem Finger da drin rumgewischt hat. Bei einer original verpackten Ware, also ich sehe auch nicht, dass die irgendwie mal offen gewesen wäre, verstehe nicht. 10 Cent. So, dann kommen meine ganzen Washi-Tapes. Die sind jetzt zwar nicht so der Kracher, sage ich mal, da die gut geeignet sind, um Kartenhintergründe zu gestalten, damit es auf der Fläche drauf bleibt mit Aquarellpapier, dass das nicht sich so wellt, kann man die gern hernehmen. Also 1 Euro. Ich habe mir letztes Mal 2 gekauft für 55 Cent. Vor allem, da haben sie übertrieben. Also da haben sie ja überall, damit es ja nicht runtergeht. Vor allem, es ist halt dann verwirrend. Auf der einen Seite haben sie 55, auf der anderen Seite 2x10 drauf. Ja, das sind die, die ich persönlich jetzt auch nicht so hübsch finde. Das Blaue geht schon noch. Das Gelbe auch, das in der Mitte, weiß ich immer noch nicht, was das sein soll. Irgendwelche Motive. Aber zum Festkleben für so Aquarellpapier ist es auf jeden Fall geeignet. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Vor allem die Preise sind ja auch unterschiedlich. Das kostet 1 Euro, was nicht so hübsch ist. Da ist so eine kleine Meerjungfrau drauf. Oder Meerjungfrau, ja. Für 1,50 normal, hat auch schon 55 Cent. Ich weiß aber nicht, wo das war. Also ich habe es bis jetzt in der Gruschkiste nicht gesehen. Das ist so ein, na, sehen wir das da? So ein Häschen mit einem Luftballon. Finde ich süß. Da habe ich, ja, da habe ich sogar noch 4 entdeckt. Da habe ich mir mitgenommen für 10 Cent. Und dann habe ich mir nochmal so eine Kordel mitgenommen. Weil die ist bei mir an Weihnachten immer Mangelware, weil damit hänge ich meine Kugeln immer auf gern. Mit der Kordel 4 Meter lang, 1,50. Und da wirst du ja arm, wenn du die down kaufst. Für 10 Cent, ich glaube, die haben auch schon, 1,50, dann auf 1 Euro runter und dann 10 Cent drauf. Die hat sich irgendwo versteckt. Dann die, wo ich immer noch nicht weiß, was jetzt das sein soll, so Stoffklebe-Waschetape oder Maskentape. Also ich habe gedacht, das klebt, aber das klebt ja nicht. Ich habe mir jetzt nur das eine mitgenommen, da gab es noch irgendein anderes, aber das hat mir nicht so gut gefallen. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal ausgerechnet mit Pfand, weil ich habe mir eine Dose Energy Drink für 10 Cent geholt. Die ist jetzt nicht dabei gewesen, fällt mir ein. 134,40 ist der Normalpreis gewesen von den ganzen Artikeln, die ich euch gezeigt habe. Und gezahlt habe ich schließlich immer Riesensettel. 10,75. Circa 124 Euro gespart.
Also versteht es nicht falsch, auch wenn welche ein bisschen vielleicht neidisch sind und sagen, man kauft sich ja nur das Zeug und dann schmeißt man es ja eh in den Müll. Was soll denn das ganze Horterei? Wer will denn nicht sparen? Also bei 124 Euro, Wahnsinn. Weiter geht's. Beim Kick habe ich dann diese Strohhalme gefunden für 1 Euro. Normal des Preis, 10 Cent. Und wo ist das? 10 Cent. Einmal in der Farbe, einmal in der Farbe. Was ich gefunden habe beim Kick, das ist mir noch nie so auffallen, ich habe viele Dekobänder gefunden. Viele, viele Dekobänder. Wie viel sind drauf? 3 Meter. 1,49 oder? Nee, 1,29. 1,49 ist für Österreich, musst du dir vorstellen. Kostet 20 Cent mehr in Österreich. 1,29, der Meter kostet 43 Cent normalerweise. Für 10 Cent, da steht Made in Germany, Piraten. Davon habe ich mir 3 Stück mitgenommen. Ich glaube, ich habe ziemlich alles mitgenommen, was dort war. Diese Bänder da, was sind sie denn? Habe ich gefunden. Ich fand das echt toll, weil jetzt ist dann eh Schulanfang. Kann man gut gebrauchen. Hier sind Zahlen und Buchstaben drauf. Die haben genauso 1,29 gekostet für 10 Cent, waren vorher reduziert auf 50. Genau, das war der kleine Mini-Einkauf. Und weil ich so doof war und irgendwie meine Tasche nicht gefunden habe, habe ich mir diese kleine Tasche mitgenommen für 1 Euro. So, sind wir Schnapper. Also mit der Tasche habe ich 2,40 ausgegeben. Also 16,98 das Gesamt. Und ich habe nur 1,40 gezahlt. Jetzt kommt der Rest, den ich heute noch beim anderen Kick. Ich habe solche kleinen Ministempel besorgt. 10 Cent von Disney und von so Emojis. 7 Stück habe ich gefunden. Oder ich habe mehr Stück gefunden, habe 7 bloß mitgenommen, weil die anderen haben mich jetzt nicht so interessiert. In der Gruschkiste, aber das war total, naja, zwischen wirklich Schrott da drin und schöne Sachen. Und irgendwie unten waren 10 Cent, mittendrin in die anderen drin. Und oben war dann irgend so eine Kiste, wo dann eher so Bastelzeug mit drin war. Also 10 Cent habe ich eigentlich nur für die Stempel ausgegeben. Und für das andere 50 Cent. Ist aber auch eine Ersparnis, weil wir haben jetzt da wieder verleiten lassen. Habe mir diese die Konfettis wieder mitgenommen, sogar hübsche. Einmal so in der, naja, wie soll man sagen, Januar Collection. Da sind jetzt da Schmetterlinge mit drin und da sind sowas wie Schneeflöckchen, könnten aber Blümchen sein. Kostet normal 1,59 Euro. Ich habe 50 Cent bezahlt und vorher haben es 1 Euro gekostet. Die habe ich mitgenommen. Dann diese Dinger, da habe ich mit mir gerungen, da wären jetzt noch mehr dort gewesen. 1,99 Bastelkonfetti. So sind sie schön sortiert drin. Machen wir es auf, sieht man. Sind so in so kleinen Döschen. Dann habe ich dieses Bastelkonfetti noch gefunden. 20 Gramm. Armen Loch. Man könnte es theoretischerweise ja irgendwo nehmen. Kostet 1 Euro. Für 10 Cent habe ich die Farben zweimal. Und das rote einmal. Dann diese Bügelpatches und Pins. 2,99. Also das ist wirklich ein Schnapper. 2,99 und kostet 50 Cent. Das habe ich zweimal bekommen. Und dann habe ich das noch gefunden. Das fand ich so cool mit der Ananas, dem Eis. Und dem, soll das ein Pinsel sein? Nein, ich glaube, das ist ein Lippenstift. Jetzt ist ein Lippenstift. Fand ich super. 2,99 für 50 Cent. Da habe ich zu spät bemerkt, dass das Magnete sind. Die hatte ich schon mal im Augenschein. Davon gibt es ja auch Aufkleber auch. Kosten normal 1,59 und ich habe es für 50 Cent. Für Kinder brauche ich auch noch welche, aber das sind bloß 9 Stück. Also aufteilen ist da ein bisschen schlecht. Oder ich schmeiße einfach an meinen Kühlschrank. Dann sind das meine. Mal schauen. Nochmal Pailletten gefunden. 1,59 in dieser hübschen Dose. Schwarz, Silber und Weiß. Und das andere ist, glaube ich, irgendwie also schwarz. So eine Postmappe, die ist mir letztes Mal schon ins Auge gefallen. Habe mir nicht überwinden können, weil die, was ich gesehen habe, die waren total verknautscht und verknutscht. Ist sogar von Stylex. 1 Euro für 50 Cent. Oder? Nee. Nee, das war das, was mich wieder verwirrt hat. Auf einer Seite 50 Cent, auf der anderen Seite, jetzt bin ich selber durcheinander. Auf einer Seite 50 Cent und auf der anderen Seite 10 Cent. Dann habe ich nur ein so Möppchen.
drin, 10 Cent das kostet. Was mir am meisten gefreut hat, auch wenn es jetzt keine 10 Cent war, oder doch, na gut, das eine war 10 Cent, das ist so Bastelpapier. Aber ich glaube, das ist nur eine Lage. Kostet 1 Euro für 10 Cent. Das ist doch so, wie soll man sagen, so eine Folie. Schaut aus wie so, na, komme ich darauf, Bastelpapier schaut aus wie so Elefantenhaut. Ist ein Sheet drin. Dann für 50 Cent, schaut, dass da von der einen Seite nichts dagegen hat. Dieses Bastelpapier 10-mal. Jetzt warte mal. Machen wir das jetzt auf. Ich glaube, das eine machen wir jetzt auf, weil ich das nicht sehe, warum. Was da für verschiedene Sachen. Doch. Nee, hätte ich nicht aufreißen mal. Aber das ist das. Das schaut da ein bisschen komisch aus. Also, ist so glitzernd mit so, na, Früchten, Sternchen, dann nochmal diese Früchtchen, na, Früchtchen sonst nicht, das Essen, Donut, Pizza und solche. Und diese Eulen. Da gab es doch mal so einen Hype, diese Eulen. Das ist süß. Mal gleich wieder rein. Oh, es geht eh schon auseinander. Sind die? Ich glaube zum Kleben. Ja, die sind zum Draufkleben. So, was machen? Dann diese da. Flamingos. Auch für 1,59 kostet an. Ja, kostet nochmal 1,59 für 50 Cent. Tun wir mal rigoros da. Das sind, genau, das sind diese Flamingos. Das sind immer zwei gleiche drin. Regenbogen, Einhörner, wieder Regenbogen und diese Schuppen. Also ich weiß nicht, mir ist das vorher nie aufgefallen, dass der Kick solche Bastelsachen hat. Und dann haben sie Vellumpapier gehabt. Also Haufen, mindestens 10 Stück. Ich habe mich jetzt bloß für 2 entschieden. Kostet normal 1,99 für 50 Cent. Die sind einmal, also 2 Sheets sind transparent. Today is you, your day, 4-mal. Und das in jeder Form. Dann hier haben wir, was ist das? Kann ich gar nicht lesen. Jutti? Ja, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall Happy Birthday. Ist auch schon wieder sowas. Married, just married. Ich kann schon wieder nicht Englisch wie immer. Thank you so much. Don't give up. Don't memories last forever. Kann ich irgendwo. Collect moments, not things. Ja, eigentlich heißt es, es ist eigentlich, was war es dann? Sammle Momente und keine Dinge. Ja, was machen wir hier? Wir sammeln Dinge. Mei. Ich habe für den Einkauf von Kick 9 Euro ausgegeben. Komplettpreis wären 42,77 Euro. Das hat sich rentiert. Also 33,77 Euro gespart. Ich würde mich freuen, wenn ihr für meinen Kanal ein Abo da lasst, wenn euch das Video wieder mal gefallen hat. Über einen schönen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Das wäre es jetzt derweil wieder. Eure Petra.